Seit 2010 macht das Bistum Hildesheim mit dem ökumenischen Kreuzweg der Schöpfung auf Orte aufmerksam, an denen Gottes Schöpfung durch die Menschen zerstört wird. Ja, hallo. Sebastian Branders von dem Malteser in Hildesheim. Wir begleiten heute die Pilgerwanderung hier einmal in die Stadt runter mit 4 Einsatzkräften insgesamt und 2 Fahrzeugen und hoffen, dass es bei diesem wunderschönen Wetter eine schöne und gelungene Veranstaltung wird. Die katholische Kirche in Bolivien und das Bistum Hildesheim pflegen seit 30 Jahren eine enge Partnerschaft. Die Symbolik des schwergewichtigen Kreuzes liegt darin, dass der Längsbalken aus dem Regenwald und der Querbalken aus den Bergwerken im Hochland Bolivien stammt, wo bis heute unter menschen- und umweltverachtenden Bedingungen Bodenschätze abgebaut werden. So, mir einmal bitte folgen, nein? Dass man so alle in Bewegung gesetzt hat. Das dauert ja. Um Rohstoffgerechtigkeit ging es am Sonntag, den 26. März, im Weltkulturerbe Rammelsberg. Miriam Albers begrüßte in den Hallen der Erzaufbereitung die zahlreichen Gäste. Die Fastenzeit hat heute ihr Bergfest im doppelten Sinn. Die Hälfte liegt hinter uns, der Blick ist frei auf Ostern ausgerichtet. Und wir sind am Berg. So begrüße ich Sie auch im Namen des Organisationsteams der Diözese Hildesheim und der Katholischen Kirche Nordharz auf der Reagenzienbühne hier im Weltkulturerbe Rammelsberg zum 7. Kreuzweg der Schöpfung. Gemeinsam mit Ihnen, den katholischen Christinnen und Christen und den evangelischen Christinnen und Christinnen, wollen wir heute den Kreuzweg gehen. Bei bestem Wetter nebenbei bemerkt, das war am letzten Sonntag noch ganz anders. Ja, so seien Sie herzlich willkommen hier und die, die noch kommen, und Frau Lambrecht bringt Sie hierher, setzen sich einfach dazwischen, genießen das Ambiente. Es ist eher selten, dass wir uns hier aufhalten, bis gar nicht. Und das übt natürlich eine ungeheure Faszination aus, wenn es um Rohstoffgerechtigkeit geht, sich dann hier in der Erzaufbereitung aufzuhalten und darüber von jemandem ganz Kompetenten einige Impulse zu erfahren. Denn außerordentlich möchte ich heute begrüßen Herrn Professor Dr. Goldmann, der hier ist, um genau dort die Impulse zu setzen, wo sein Know-how liegt. Er ist Lehrstuhlinhaber des Lehrstuhls Rohstoffaufbereitung und Recycling an der TU Clausthal-Zellerfeld. Also herzlich willkommen hier in unserem Kreise. Des Weiteren möchte ich gerne begrüßen Frau Irene Tokarski. Ich sehe Sie jetzt gerade nicht, Frau Dr. Irene Tokarski, ganz genau, Geschäftsführerin und Theologin des Weltgebetstag. Ja, Mann, der Frauen. Ich habe immer bei Kultur, wenn man sich hier auf der Weltgebetstag in Deutschland.
Ganz genau. Herzlich willkommen. Sie als unsere Predigerin des Tages, Sie als diejenige, die die Fastenpredigt hält, da sind wir ganz stolz drauf, da freuen wir uns sehr. Ja, und darüber hinaus möchte ich auch noch begrüßen unsere Pastorin, unsere evangelische Kollegin Elke Motzkus und den Pfarrer Dirk Jensen, die beide heute uns den Gottesdienst gestalten helfen. Wir möchten gern mit Ihnen feiern, wir freuen uns darauf. Für unsere Sicherheit sorgen heute die Malteser. Und der Querbalken, der auch relativ unscheinbar aussieht, vergleichsweise kurz, aber sehr, sehr schwer ist, er stammt aus einer Mine im Silberberg von Potosí im bolivianischen Hochland. Und da schließt sich der Kreis zu unserem heutigen zentralen Thema, zur Rohstoffgerechtigkeit, zum Bergbau in Goslar. Denn dieser Berg ist über, und wir werden später noch ein bisschen mehr davon erfahren, dieser Berg ist über Jahrhunderte ausgebeutet worden, zu Lasten der Natur, aber auch zu Lasten der Menschen. Aus diesen Gründen tragen wir dieses bolivianische Schöpfungskreuz auf den Kreuzwegen der Schöpfung seit 2010 in unserem Bistum, besonders in der Fastenzeit, um auf Orte und Themen aufmerksam zu machen, an denen die Schöpfung Gottes durch uns Menschen, früher und auch heute, beschädigt und zerstört wird. Guten Tag, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass ich Ihnen heute ein bisschen was zum Thema Rohstoffgerechtigkeit vorstellen kann an diesem historischen Ort. Denn in der Tat war der Rammelsberg nicht nur während des dunkelsten Zeitalters der deutschen Geschichte von Bedeutung, sondern wir stehen hier im Endeffekt an dem Standort, wo seit 1700 Jahren sicher Rohstoffgewinnung erzeugt, stattgefunden hat, also wirklich auf historischem Grund. Und die Region war vor 1000 Jahren das Zentrum der Rohstoffgewinnung Europas. Könnte es wieder werden, Sie werden es nachher sehen. Silber war am Anfang das wichtigste Element, was hier gewonnen wurde. Und insofern schließt sich der Kreis auch zu Bolivien, denn Potosí war im Endeffekt die größte Silberlagerstätte. Das Problem ist, dass es natürlich immer noch sehr komplex ist. Wir stecken in unsere Produkte immer mehr verschiedene Elemente rein. 53 chemische Elemente stecken in solchen Geräten wie dem Smartphone, wie dem Laptop, von denen wir nur einen Bruchteil rauskriegen. Wir haben solche alten Geräte, wir haben Produktionsrückstände, wir haben Halden und Deponien. Die muss man im Endeffekt angehen, um das Ganze wieder zu nutzen. Dafür brauchen wir Forschung, umgesetzt in Innovation, umgesetzt in Arbeitsplätze und Rohstoffsicherung. Es gibt entsprechend eine ganze Reihe Initiativen, und ich darf das jetzt mal sagen, auf diesem Kreuzweg zur Rohstoffwende 2049, denn wir müssen dahin. Ansonsten werden wir Mitte des Jahrhunderts vor großen Rohstoffkriegen und vor massiven Verarmungen stehen. Eine deutsche große Initiative, GERI, German Resource Research Institute, eine andere deutsche Initiative, die Rohstoffwende, eine europäische, und unser jüngstes Kind ist eine weltweite Initiative, unter anderem auch mit Partnern aus Südamerika, jetzt nicht aus Bolivien, sondern aus Kolumbien, die da unterwegs sind, um Rohstoffgerechtigkeit und eine vernünftige Verteilung hinzubekommen. Ja, so viel in Kürze, denn mehr kriegt man in der Zeit nicht unter. Ich stehe aber gerne für Fragen hinterher auf dem Weg auch zur Verfügung. Und es liegt mir natürlich am Herzen, Ihnen das zum Schluss auch noch als letzte Folie mitzugeben. Denn es geht nicht nur um die Verteilung heute zwischen den Rohstoffen, wer sie jetzt hat und wer sie jetzt nehmen kann, sondern wir müssen an der Stelle auch unseren Kindern noch was übrig lassen. Und das ist zwar ein mittlerweile sehr oft zitiertes, aber nach wie vor richtiges Sprichwort: Wir haben die Erde von unseren Eltern nicht geerbt, sondern wir haben sie von unseren Kindern geliehen. In diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und stehe Ihnen dann auf dem Weg für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank. Wir gehen jetzt auf den Weg zur Klauskapelle und ich würde Sie alle einladen, ein Stück des Weges gemeinsam das Kreuz auszutragen. Also wir tragen das sowieso zu mehreren, von daher verteilt sich die Last. Und es braucht auch niemand Angst haben, dass er den ganzen Weg wieder zurück zu Fuß gehen muss, weil wir einen Shuttle-Service eingerichtet haben, sodass unten von der Jakobikirche jeder auch mit dem Auto dann wieder hochgebracht wird. Und wir würden jetzt starten mit dem Lied Oculi Nostri. Wir singen es dreimal, dass man so nicht reinkommt. Und an der Einmündungsstraße werden wir das dann noch einmal singen, damit wir es dann auch richtig können. Ja? Oculi nostri ad omnium Jesum.
Jesum, oculi nostri ad dominum nostrum. Oculi nostri ad dominum Jesum, oculi nostri ad dominum nostrum. Vom Bergwerk Rammelsberg ging es zunächst zur Klauskapelle, wo eine Bildmeditation zur menschlichen Arbeit in Bergwerken und Minen vorgestellt wurde. Weiter ging es dann durch die malerische Altstadt zur Jakobikirche, in der der Abschlussgottesdienst abgehalten wurde, und im Anschluss traf man sich zu Kaffee, Kuchen und Begegnungen im Gemeindehaus.
Es ist schön, dass wir zusammen sind und gemeinsam an unseren gemeinsamen Gott zu wenden, der diese Schöpfung gut gemacht hat und der sie liebt. Vor ihm stehen wir und vor ihm wollen wir einfach zusammenkommen. Auch ich begrüße Sie ganz herzlich zum Kreuzweg der Schöpfung. Gerade jetzt, so im beginnenden Frühling, die ersten Blumen grüßen uns, die ersten grünen Blätter. Wir sind immer wieder erstaunt, jedes Jahr aufs Neue, wenn die Natur uns wieder begrüßt. Dann bekommen wir ein Gespür dafür, wie wunderbar Gott doch diese Erde gedacht und gemacht hat. Ja, Gott, der Schöpfer, hat uns da etwas anvertraut, das wir bebauen und bewahren sollen, aber eben nicht ausbeuten sollen, um immer, immer mehr Gewinn zu fördern. Leider tun wir das aber ohne Rücksicht auf uns Menschen. Bitten wir also den Schöpfer um Vergebung. Außerdem war es in dieser Zeit zum Beispiel auch eine theologische Schule entstanden, so rund um diejenigen, die den zweiten Teil des Jesaja-Buches geschrieben haben. Und es gibt viele Bibelwissenschaftler, die sagen, Jahrhunderte später hat mit diesen Theologen aus der gleichen Linie Jesus die Schrift studiert. Weil er ganz viele Elemente aus dieser Zeit aufnimmt, zum Beispiel das Evangelium der ganzen Welt zu verkünden. Irgendwann wird Christus alles in allem sein. Daran glauben wir. Wie es war am Anfang, so auch jetzt, in aller Zeit und in Ewigkeit. Lass uns bewusster darauf achten, unsere Müll zu trennen und
dazu beizutragen, dass sie sich bei uns sicher und aufgehoben fühlen. Christus, hör uns. Christus, hör uns. Herr Jesus Christus, all diese Bitten, alles, was wir im Herzen haben und alles, was wir von ihm ausgesprochen haben, um all das bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich möchte an dieser Stelle recht herzlich Dankeschön sagen als Diözesanrat für Sie, an Sie, die alle mitgebracht haben bei dem Kreuzweg der Schöpfung. Ich bin besondererweise dankbar, dass die Gruppe hier in der Kirche Nordharz in Goslar und Umgebung, das ist ein großer pastoraler Raum, die Anregung mit aufgenommen hat. Wir wollen als Diözesanrat die Christen vor Ort unterstützen, ihnen Mut machen, Dinge aufzugreifen. Und ich glaube, der Kreuzweg hier hat heute gesagt, wir können auch etwas tun, um die Schöpfung, wenn auch ein kleines Stück, besser zu bewahren, Anregungen zu geben, Mut zu machen, sich auch gesellschaftlich zu äußern, damit Dinge sich ändern können. Dafür bin ich dankbar und besondererweise auch dankbar denjenigen, die das alles vorbereitet haben, organisiert haben. Danke besondererweise an die Vorbereitungsgruppe. Segne dich für all die großen und kleinen Aufgaben, die auf dich warten, um der Herausforderung, unsere Welt gerechter zu gestalten. Und behüte dich vor der leichtfertigen Ausrede, allein könne man doch nichts bewirken. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und über all denen, die Opfer von Mangel und Gewalt sind. Und sei dir gnädig, weil er in jeder deiner Handlungen den guten Willen erkennt. Der Herr wende sein Angesicht dir zu, so hast du all das, was du für die nächste Zeit brauchst, und gebe dir Frieden, als Maßstab deines Handelns und als Geschenk für dich und für alle Menschen dieser Erde. Mögen wir so Gottes Schöpfung bewahren, mit seiner und mit deiner Hilfe, damit alle leben können. Das schenke euch alle der lebenstillwendende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wenn wir jetzt das Schlusslied singen, müssen Sie nicht auseinandergehen danach, sondern haben vielleicht noch die Gelegenheit zur Begegnung drüben im Gemeindezentrum. Das werden Sie dann schon sehen, wo die alle hin. Wir würden ganz gern das Kreuzweg der Schöpfung jetzt von Goslar an die Gruppe nach Wolfenbüttel, dort wo der am nächsten Sonntag der Kreuzweg der Stadt stattfinden wird, mit übergeben.
diejenigen aus Wolfenbüttel, wenn die dabei sind. Ausnehmen.